Monitoring, das heißt ein ganzheitlicher Ansatz. Wenn wir 20 Jahre zurückgehen, ja, dann hatten wir genau das. Dann hatten wir, was hatten wir? Switcher, Router, Access Points, Server, physikalische Hardware. So ist das entstanden. Darüber hinaus, was kam dann? Die Virtualisierung, dann kam die Cloud, dann kam dies, dann kam das, dann kam das Application Monitoring und so weiter. Heute haben wir eben das Thema IoT und IIoT, das Internet der Dinge und die Industrie 4.0, wie wir sie denn hier in unserem Breitengarten nennen. Was ich Ihnen jetzt schon garantieren kann, in den nächsten 15 Minuten werden wir niemals nie fertig. Wenn Sie darüber hinaus Fragen zu dem Thema haben, falls es Sie interessiert, können Sie gerne mit mir im Anschluss zu unserem Stand kommen. Wir sind hier in Halle 9, das ist die 406. Ansonsten zu jedem späteren Zeitpunkt gerne auch. Wenn wir über das Internet der Dinge sprechen, dann stellt sich vielleicht die Frage, wo kommt das Ding eigentlich her? Was ist das? Nun, dann sehen wir hier Kevin Ashton von Procter & Gamble, hat er 1999 diesen Begriff schon gebildet. Und ich finde es einigermaßen amüsant, wenn wir heute von Dingen sprechen, wo wir doch damals in der Schule kennengelernt haben, jedes Ding hat seinen Namen. Darüber hinaus stellt sich oftmals die Frage, welches Potenzial steckt denn dahinter? Und was ich in letzter Zeit immer häufiger erlebe, ist, ja, Internet der Dinge, mal gucken, es ist ein Hype. Wir wissen ja noch gar nicht, was das so kommt, das ist ja auch mit Gefahren verbunden. Das klingt immer irgendwie nach einer ansteckenden Krankheit. Aber ist das so? Nein, das ist es nicht. 50 Billionen verbundene Geräte, sagt der ehemalige CEO von Ericsson, Hans Westenberg. Das ist eine ganze Menge. Darüber hinaus sagt IBM, nee, wir rechnen mit einer Trillion. Also nur zur Information, die Daten, die wir hier eigentlich sehen sollten, hier haben wir es denn, englische Zahlen, umgerechnet sind das 50 Milliarden. Das ist die Nummer mit den 9 Nullen. Die Trillion im Deutschen ist die Billion, dementsprechend wäre das nach IBM eine ganze Menge. Und dann sagt jeder, ja ach, aber das glaube ich nicht, ist so viel. Dann bleiben wir mal bei den Analysten, bleiben wir bei denen, die sich mit diesen Daten wirklich jeden Tag auseinandersetzen, bleiben wir bei Gartner. Die sagen 20,2 Billionen. Und da würde jeder Franke sagen, das ist eine Menge Holz. Nun, um zu verstehen, was hinter dem Begriff IoT genau steht, ich würde es bezeichnen als das Internetworking, als diesen ganzheitlichen, interagierenden Ansatz. Und der betrifft viele Bereiche. Das sind physikalische Geräte, das sind Fahrzeuge, das können Gebäude sein oder das können auch nur eingebettete Teilbereiche sein, wie im Bereich der Elektronik, Software, Sensoren, Aktoren, das kennen wir schon aus dem Smart Home. Und wenn wir bei diesem Beispiel einfach mal bleiben wollen, dann schafft das ein ganz neues Feld an Möglichkeiten. Bleiben wir bei dem Beispiel Messen, Steuern, Regeln, das hatten wir vor vielen, vielen Jahren auch schon. Heute ist es internetfähig geworden, heute haben wir das zu Hause, heute kommunizieren diese Geräte in irgendeiner Form mit uns. Und das über eine Reihe an Möglichkeiten, über Protokolle, über Domänen, über Applikationen bei den Wearables mit dem Smartphone und so weiter. Alles in allem, das meine ich, wenn wir von Interconnection sprechen. Alles verwoben und alles verbunden miteinander. Und damit setzt sich das Ganze auch relativ gut ab mit dem, aus dem Bereich M2M. Das ist eher so ein abgeschotteter industrieller Bereich. IoT darüber hinaus meint diesen ganzheitlichen Ansatz, mit dem wir in Zukunft leben werden. Damit wir ein bisschen Verständnis dafür kriegen, wie diese Geräte eigentlich kommunizieren und ich nicht so tief greifen muss, erzähle ich Ihnen diese Möglichkeiten. Also fangen wir mal an. Dinge, die Sie schon kennen, Bluetooth. Bluetooth entstanden in der Zeit, als USB entstand. Das ist schon sehr lange her. Technologie hat sich weiterentwickelt. Heute sprechen wir in der Regel von BLE, Bluetooth Low Energy, das ist der Name Programm, energiesparsam arbeiten. Reichweite ist hier nicht das Thema. Warum? Na ganz einfach, weil wir das heute im Bereich Internet der Dinge als Wearables bezeichnen. Das ist die Smartwatch, das ist ihr Fitnessarmband, die kommunizieren über Bluetooth. Low Energy, naja, dieses Ding muss ja mal einen ganzen Tag durchhalten oder vielleicht zwei Tage, bis wir wieder zum Laden kommen. Technologie dahinter ist immer relativ einfach erklärt. Wir haben Sensoren, die messen beim Blutdruck vielleicht gerade oder den Puls. Darüber hinaus kommunizieren sie über den Core, meistens einen Microcontroller, über eine Antenne dementsprechend mit ihrer Smartwatch oder mit ihrem Tablet oder was auch immer das sein mag. Beim WLAN, ich gehe davon aus, wir alle haben zu Hause WLAN. Ist nichts Neues. Das Problem im Bereich der IoT,
Naja, es sind zwei. Nummer eins, die Frequenzbänder, 4,2 GHz und die 5 GHz, die sind ein bisschen anfällig, störungsanfällig. Sie kennen das in der Großstadt, in dem Gebäude, in dem mehrere Parteien leben, ihr eigenes WLAN betreiben, haben wir oftmals Interferenzen. Das ist der Punkt, wo meine Frau dann immer sagt, das Internet ist heute wieder so langsam. Das ist nicht das Internet. Das können wir messen. Das können wir auch mit PRTG messen. Ob es die Bandbreite ist, ob es Quality of Service, Voice over IP, das spielt keine Rolle. All das können wir messen. PRTG ist dafür da. Ich sage immer, wenn Sie ein Gerät haben, das Daten bereitstellt, und das in irgendeiner Daten, in einer Form Daten bereitstellt, auf die wir zugreifen können, dann können wir das monitoren. Es ist völlig egal, was das ist. Also, das Thema Interferenzen ist ein Punkt. Das Thema zwei ist der Stromverbrauch, der Energieverbrauch. Sie haben alle zu Hause, möglicherweise haben viele von Ihnen zu Hause, so rum besser, ein Gerät, das Sie jeden Tag anlügt. Was ist das? Es ist nicht der Spiegel. Möglicherweise haben Sie noch eine Wetterstation. Altbackene Technologie ist bis heute aber immer noch gültig. Was passiert da? Da steht, wir haben gerade 24 Grad. Ist aber nicht. Tatsächlich haben wir 18. Warum? Diese Sensoreinheit, die auf einem Balkon, auf der Terrasse steht, die misst zyklisch. Sie erfasst die Temperatur, sie überträgt die Temperatur und dann geht sie schlafen. Für die nächste Viertelstunde, verbraucht keine Energie mehr. Ihre Display-Einheit im Haus, die sagt aber nach wie vor 24 Grad, bis in 15 Minuten. Das meine ich damit. Also wenn ich das kombiniere mit WLAN oder anderen Technologien, wie beispielsweise, da können wir drüber gehen, dem Thema GSM, das hat bis immer und bis heute Gültigkeit. Was macht er denn jetzt hier mit der klassischen Mobilfunkinfrastruktur? Was hat das mit dem Internet der Dinge zu tun? Ganz einfach, nehmen wir einen Süßkramautomaten, der irgendwo am Ende der Welt steht. Der hat Strom, ohne Zweifel, aber steht relativ weit weg. Da wächst kein LAN-Kabel aus dem Boden. Wenn wir uns dann ein bisschen mit der Materie beschäftigen und feststellen, dass wir mit HSPA beispielsweise 200 Kilometer Distanz bis zum nächsten Sendemasten überbrücken können, dann ist das ein legitimer Weg. Da geht es nicht um Stromverbrauch. Strom haben wir sowieso da. Zigbee, und da kommen wir der ganzen Sache schon ein bisschen näher, ähnlich wie Zigbee Pro, stammt eher aus dem industriellen Umfeld. Da geht es darum, dass man etwas diesen Interferenzen, entweichen kann. Funktioniert in der Praxis aber nicht ganz so gut. Wir sind immer noch im 2,4 GHz Band, aber wir haben jetzt schon die Möglichkeit, das gerade in der Gebäudetechnik, wir haben eine relativ gute Durchdringung von Wänden. Denn wenn Sie Ihr WLAN im Keller aufbauen, Ihren Router in Access Point, dann werden Sie feststellen, im Dachboden wird die Luft schon ein bisschen dünn. Ne? Klar, gibt es Repeater. Fokus hier, Low Power, sehr sicher, absolut robust, also wirklich nahezu unverwüstlich und es lässt sich super skalieren. In der Praxis, Beleuchtungstechnik, Philips Hue, Dinge der Art, die kommunizieren sehr ähnlich. Z-Wave zum Beispiel haben den großen Vorteil nebenbei, dass sie im Sub-Gigahertz-Bereich arbeiten, also bewusst abgesetzt sind von den Frequenzen, wie wir sie eben beim Bluetooth haben, um Interferenzen zu vermeiden. Und darüber hinaus gibt es da noch ganz andere Dinge wie Near-Field Communication, NFC, das kennen wir. Ich hatte kürzlich den Fall, Waschmaschine kaputt, musste neu kaufen, informierst du dich. Namhafter Hersteller unterstützt bei seiner Waschmaschine NFC. Die Frage drängt sich auf, was machen die da? Ja? Da kannst du dein personalisiertes Waschprogramm eingeben. Ich fand es super, meine Frau fand scheiße. Also haben wir eine andere Waschmaschine gekauft mit WLAN-Unterstützung. Kann man ja machen. LoRa. LoRa ist nicht der Name meiner Frau. LoRa steht für Long Range. Wenn wir uns das angucken, Low Power Wide Area Network, LPWAN. Schon mal gehört? Also falls Sie es noch nicht gehört haben, sollten Sie sich, falls Sie sich in dem Bereich beschäftigen, definitiv damit auseinandersetzen. Worum geht es? Hier entsteht ein komplett neues Frequenzband weltweit. Alles, was man früher, Environmental Monitoring, Messdaten in der Stadt, in der Gemeinde, in der Kommune, im großen Stil, wo man die Infrastruktur zu den Messpunkten erstmal hinbringen musste, Strom, Netzwerk etc., das fällt alles weg. Warum? LoRa ist mit einer kleinen Node, USB-Stick-Größe, in der Lage, 18 Kilometer Radius abzudecken. Wenn Sie Messe Hannover hernehmen, hat man mit 18 Konzentratoren sind nichts anderes als Hub oder Gateways, es geschafft, die Stadt auszuleuchten und den kompletten Taxiverkehr zu tracken. Also, GPS-Informationen per LoRa an den zentralen Punkt geschickt. Jetzt können Sie sich vorstellen, welches Potenzial dahinter steckt.
Es gibt Südostasien, Länder wie Südkorea, 100% Flächenabdeckung von LoRa. Holland, brauchen wir gar nicht so weit gehen, 100% Abdeckung. Deutschland ist gerade dabei. Wie gesagt, Sie können diese Funktechnologie kostenlos nutzen. Darüber hinaus ist sie unendlich günstig im Verhältnis zu allen anderen Möglichkeiten. Adaptive Rate Control oder Adaptive Data Rate, da geht es darum, wie setze ich LoRa ein. Ich kann Fokus setzen auf, schnellen Datentransfer. Ich kann Fokus setzen auf, maximiere mal die Batterielaufzeit, Wetterstation, schlafen gehen und solche Geschichten. Oder es geht um die Maximierung von Netzwerkkapazitäten. Weitere Details zu LoRa gerne. Wie gesagt, kommen Sie am Stand vorbei. Die Zeit haben wir jetzt leider noch nicht mehr. Das sind die ganzen Klassen, die wir bei LoRa eben haben. So, 2 Minuten habe ich ja noch. Dann kommen wir zu dem Thema, wie kommunizieren wir? Haben wir schon gesehen, es gibt noch 1000 andere Möglichkeiten, ohne Zweifel. Aber was sind denn so die gängigen Protokolle, die man da einsetzt? Da geht es nicht um Hausautomatisierung allein, da geht es um andere Dinge auch. Da ist immer die Frage, was will ich denn erreichen? Geht es um Infrastruktur, geht es um Device Management, geht es um dies oder das? Exemplarisch heute mal Data Protocol, das Thema MQTT. MQ Telemetry Transport Protocol. Sitzt auf TCP/IP. Es geht darum, Daten zu transferieren, kleine Datenpakete. Ich bleibe wieder beim Wettermodell. Wir übertragen Luftfeuchtigkeit, Temperatur, UV, was auch immer. Und diese Informationen, dafür eignet sich MQTT ganz besonders. Auch entstanden 1999 von IBM, also in erster Linie. Und auf die nächste Folie geht es darum, dass diese Node, die die Informationen sammelt, die den Sensor physikalisch verbunden hat, ihre Daten transferieren muss. Dazu muss es sich an den jeweiligen Broker anmelden mit einem Subscribe oder mit einem Unsubscribe und darüber hinaus gibt es ein Publish. Was wird Publish sein? Klar, wir übertragen die Daten. Und dann läuft es folgendermaßen, der Broker in der Mitte, wir haben Client A, B, C und wenn wir uns das mal ganz genau angucken, dann hat Client C und Client B Subscribe Topic Temperature ausgeführt, das heißt, er bezieht quasi die Daten, während, wie wir in der nächsten Folie sehen werden, Client A die Daten bereitstellt und über den Broker dann verteilen lässt. Die Kommunikation One-to-One, One-to-Many und Many-to-One. All diese Möglichkeiten haben wir. Und wenn Sie sich jetzt fragen, das klingt ja alles schön, aber gibt es denn eine Möglichkeit für mich im Einfachen, mit dem Internet der Dinge, also meine ersten zarten Gehversuche zu machen. Ja, das können Sie. Mit IFT. Schon mal gehört? Also wird tatsächlich so ausgesprochen. IFT steht für If This, Then That. Das heißt, einfache Bedingung, Bewegungsmelder, kennen wir vielleicht von zu Hause oder Büro. Wenn ich mich bewege, Bewegungsmelder erkennt, Bewegung, was passiert dann? Das Licht geht an. Das können Sie spielerisch sich selbst einmal angucken, wenn Sie mit IFT eben arbeiten. Wird schon Gmail, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, lalala etc. unterstützt, aber auch im Bereich der Hausautomation. Das heißt, auch da hat man ja in der Regel das Problem, dass die Geräte nicht miteinander kommunizieren können. Da muss man einen anderen Weg gehen. Und wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, dann kommen Sie vorbei. Dankeschön. Vielen Dank. Das war die ITSA 17 bei Kurs of You Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofyou.com. Ansonsten ein Abo dalassen, schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier raus.